Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wir marschieren aufs Wochenende zu und damit ist Zeit für das kleine Pferdepodcast-Update zum Ende der Woche hin. Jenny, wie sah eigentlich mal früher der perfekte Sonntag von uns aus? Weißt du das noch, was da zwingend dazugehörte? Joggen. Bingo. Bingo. Das läuft ja wie's Brezelbacken. Brezel. Jogging-Schuhe anziehen, eine Stunde, Stunde 30 mit dem Hundi, laufen, schwitzen, danach Brötchen holen und so. Das war der perfekte Sonntag. Was machst du eigentlich heute so sportlich? Ausmisten, Paddock rächeln, reiten, mit dem Hund Gassi gehen. Meinst du, das reicht? Auf jeden Fall. Guck mich an und guck dich an. Du gehst immer noch joggen. Es gibt Menschen, die glauben, dass das nicht reicht. Und wir werden sie in der nächsten Folge des Pferdepodcasts, Ausgabe 108 übrigens, zu Wort kommen lassen. Corinna Nerz, sie ist Autorin des Buches Fit in der Reithose. Und sie plädiert dafür, dass Reiter mehr machen als reiten. Es gibt ganz praktische Übungen von ihr und vor allen Dingen erklärt sie, warum das eine sinnvolle Sache ist. Also man muss das, glaube ich, so ein bisschen differenziert anschauen. Also Reiter machen natürlich bestimmt viel mehr als manch andere Menschen. Die bewegen sich mehr, weil sie schon allein beim Pferd sind und ja einfach nochmal vielleicht 2 Stunden am Tag draußen an der frischen Luft sind und sich mit dem Pferd bewegen. Das ist mehr als derjenige, der nach dem Arbeiten zu Hause auf dem Sofa sitzt und nichts mehr tut. Ja, genau. Aber Reiten ist eine Sportart. Und bei jeder Sportart, wo wir eigentlich so viel machen wie beim Reiten, also wenn man sich anschaut, wir gehen, keine Ahnung, vielleicht 5-mal die Woche reiten und sitzen auch wirklich auf dem Pferd, dann ist es ein Training, was andere Sportarten kaum machen. Also man geht vielleicht 1 oder 2-mal die Woche zum Fußball, aber nicht an 5 Tagen die Woche. Also es ist schon eine Herausforderung für den Körper und auch für die Muskulatur. Und auch beim Reiten ist es natürlich so, dass durch das Bewegen vom Pferd wir gewisse Stoßbewegungen abfangen müssen, beispielsweise in der Wirbelsäule. Und wenn man da eben nicht gut trainiert ist, dann könnte Reiten auch negative Auswirkungen haben. Das heißt, wir müssen uns gut vorbereiten in unserem Körper, dass wir das Reiten gut verkraften und vor allem, dass wir es lang durchhalten. Und außerdem, Jenny, kommen die Geister, die wir riefen, die sind auch bei uns in der Sendung. Weißt du noch? Du hast das Problem geschildert mit dem eskalierenden, ich falle hier bald vom... Aus unserem Studio raus. Der Bauch hing dann aus dem Studio raus und es hat dich mitgezogen. Genau. Die Geister, die du riefst, kannst du dich erinnern? Das eskalierende Jungpferd Klecks bei dir an der Longe. Ja. Buckeln, Rodeo, Cotton Eye Joe und so als Soundtrack drunter. Und du hast gesagt, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, wie man das irgendwie geregelt bekommt, dass das nicht passiert. Unsere Hörerin Heike hat eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, dass sie es in den Griff bekommen hat und dass sie früher das genauso gemacht hat wie du, nach dem Motto, naja, wenn er sich ausbuckeln will an der Longe, dann soll er sich erstmal ausbuckeln. Mittlerweile ist sie auf einem anderen Trip. Denn eigentlich birgt es extrem viele Risiken fürs Pferd in dem Moment, auf der Kreislinie unkontrolliert sich zu bewegen, aber auch für den Menschen, weil eigentlich soll das Pferd gar nicht lernen, dass es in meinem Beisein sich so unkontrolliert bewegen soll. Von daher habe ich für mich beschlossen, dass das Pferd für die halbe Stunde oder für die Stunde, mit der ich mich am Tag mit dem Pferd beschäftige, da soll es sich halt konzentrieren. Und es hat ja ansonsten Zeit, sich auszupowern. Also wenn man in einem Stall steht, wo das Pferd genügend rauskommt und mehrere Stunden sich am Tag bewegen und ausbocken darf, dann denke ich, kann man das von einem Pferd, auch von einem jungen Pferd, verlangen. Ja, wie genau Heike das in den Griff bekommen hat, das erzählt sie in der Sendung. Und kleiner Spoiler, du hast es auch schon ausprobiert, oder? Ich habe es probiert und es funktioniert tatsächlich. Lieben Dank, liebe Heike. Also, ihr werdet... Klecks findet es übrigens scheiße. Also du findest es gut und Klecks findet es scheiße. Ja, wir sind sehr gespannt und ihr könnt es auch sein. Außerdem geht es in der neuen Folge natürlich auch wieder um die beiden Jungpferde, AC/DC und Klecks. Was macht die Springkarriere? Oh, die macht große Fortschritte. Ehrlich? Ja, wir sind eine zweifache Kombination gesprungen. Also zumindest in meinem Kopf war das eine zweifache Kombination.
Wahnsinn, ich bin gespannt. Und gibt es schon die Dreier-WG? Letzte Frage noch. Oder? Nein, leider noch nicht. Alvaro, das spanische Moped, benimmt sich daneben. Sehr eigen. Sehr eigen. Wenn es darum geht, wer darf in den Stall. Ach, macht er den Türsteher oder was? Absolut. Und so richtig. Ach komm, das ist ja hier, ist also Wahnsinn. Aber wir kriegen es hin. Die härteste Tür des Schwarzwalds ist in deinem Pferdestall. In diesem Sinne, bis Montag. Tschüss. Tschüss.